Also ich glaube, dass wir hier ganz im Rahmen des Landesüblichen sind. Kann das Landesübliche das Kriterium für eine Abteilung sein, die Problemkindern psychologischen Beistand geben soll? Der verantwortliche Vorstand der Klinik war der anderer Meinung. Kinderbeobachtungsstation, Dr. Novak Vogel, Hausordnung. Kein Besucher darf unser Haus anschauen, weder die Schul- noch die Gruppenräume. Persönliche Puppen oder Spielzeug darf ein Kind bei uns nur dann behalten, wenn vorher ausdrücklich darüber gesprochen worden ist. Vor dem Lichtauslöschen müssen alle Kinder aufs Klo, ob sie wollen oder nicht. Das Morgenturnen ist an jedem einzelnen Tag Pflicht. Spielen ist dabei ausdrücklich verboten. Am Abend müssen die Unterhosen unbedingt kontrolliert werden, mit den Augen oder mit der Nase. Man duscht Bettmesser und ein Kuter kühl, aber nicht eiskalt. Diagnose. Ist ein Kind nach 3 Wochen noch immer sehr zurückhaltend, gehemmt oder gar verstört, ist mit Sicherheit eine Abnormalität zu konstatieren. Und wer wollte nicht alles tun, um eine Entwicklung zu verhüten, die, wenn das Kind groß ist, für das Volksganze zumindest eine Belastung, wenn nicht eine Gefahr bedeutet oder an deren Folgen das Kind sein ganzes Leben leiden wird? Wir sind entschieden der Meinung, dass hier mit Medikamenten nicht zu sparen ist. In unserem überfürsorgten Staat wird schwierigen Kindern sowieso schon vieles in einem Ausmaß zugewendet, wie es normalen Kindern keineswegs ohne weiteres in den Schoß fällt. Grausam zugespitzt erhebt sich die Frage, ob unsere öffentlichen Mittel, unsere beste Arbeitskraft, unsere vorzüglichste Sorge jenen zuzuwenden sei, die in irgendeiner Weise missraten, nie zu vollwertigen Menschen werden. Westendorf, St. Martin, Kleinfolderberg, Scharnitz, Maria Hilf, Rubenburg, Kramsa. Rubenburg. Rubenburg, Westendorf. Bei dem Zaun bin ich gestanden und da geht der Vater den Weg hinunter und geht und geht und geht. Da habe ich mir gedacht, da habe ich zugeschaut, bis da nur mehr ein Punkt war.
bis er weg war. Das war Schmerz. Das war Schmerz. Ein unglaublicher Schmerz war das. Stigmatisierung nach dem Heim, als Kind in der Schule. Ah, oh, du Heimkind, du Heimkind. Da habe ich mir gedacht, was kann denn ich dafür, dass ich ein Heimkind bin? Ich habe ja nichts angestellt. Ich musste ja hin wegen der Scheidung der Eltern. Er hat nicht gefragt, warum ich im Heim bin. Der Nikolaus war das. In meinem Buch steht drinnen, du bist ein Heimkind. Du bekommst nichts. Keine Orangen, keine Nutzen, nichts. Das war psychisch eine saftige Ohrfeige. Ein unschuldiges Heimkind. St. Martin, den Festsaal mit Wachs auf Knien einlassen, geglänzt wie ein Spiegel. So wurde überall geputzt. Hofverbot, Sprechverbot, Karzer. Eine Woche putzen, putzen, waschen, nähen. Auch zu fremden Menschen putzen gehen. Kartoffel klauben und säen. Katze, Ohrfeigen. Verbot, zu meiner Schwester ins Krankenhaus zu gehen. Still sitzen. Schweigen im Schlafsaal. Ständige Spindkontrolle. Sticken. Fenster mit Gitter. Alles war versperrt. Man hat mich und meine Schwester total gebrochen. Klein Folgerberg. Zurückblickend in die damalige Zeit ist fast nichts erhalten geblieben, was angenehme Erinnerungen auslösen könnte. Ein Bild, gemalt in tiefem Grau, kalt umrahmt und irgendwie endlos. Endlos traurig, endlos bitter und endlos hoffnungslos. Ich fühlte mich ausgeliefert, verschachert, verkauft, hatte ich doch keinen Wert mehr. Und die Schuldgefühle und das schlechte Gewissen wurden ja tagtäglich vergrößert und erweitert. Dafür sorgte eine Schar von Experten, die Erzieher. St. Martin, ich habe also in den Jugendjahren nichts gelernt, sondern wurde benutzt und ausgenutzt als Arbeitskraft. Mein Wunschziel war, in eine Schule zu kommen. Nein, das gab es bei Fürsorgekindern nicht. Scharnitz, das darf man doch nicht machen. Geschwister auseinanderzureißen und sie komplett voneinander zu isolieren. Noch dazu, wenn sie am selben Ort untergebracht sind. Ich, als große Schwester, war so hilflos. Und mir bricht auch heute noch echt das Herz, wenn ich an meine jüngere Schwester und an meinen noch kleineren Bruder denke. Das war schon brutal. Und das werde ich diesen Schwestern im Herzen nie richtig verzeihen. Watschen zu bekommen und Fußtritte, das tut alles lange nicht so weh, wie diese seelischen Grausamkeiten. Scheiße.
hilf! Für das kleinste Vergehen mussten wir stundenlang mit ausgestreckten Armen auf Holzscheiten knien, teilweise auch alleine eingesperrt auf dem Dachboden. Wir wurden von den Tanten, speziell von der Heimleiterin höchstpersönlich, mit Holzscheiten, Holzstöcken und Kleiderbügeln grün und blau und oft genug auch blutig geschlagen. Es wurden uns Haare ausgerissen und die Ohrläppchen umgedreht. Unseren Eltern, die uns regelmäßig besucht haben, haben wir aus Angst vor weiteren Strafmaßnahmen seitens der Tanten nichts erzählt. Was? Schatz! Ruben, Burl! Ubers Wolf. Was? Ubers Wolf. Mein ganzes Leben lang war ich beziehungsunfähig. Was auch immer ich angefangen habe, beruflich und privat, ging doch mein gestörtes Verhalten in die Brüche. Ich musste schließlich Tirol verlassen, um nicht ständig an meine Zeit in der Bubenburg erinnert zu werden. Kramsach, wir waren Abschau. Wir waren Abschaum des Abschaums. So sind wir von den Erzieherinnen geheißen worden. Und das musst du einem Kind immer einüben. Du bekommst Komplexe. Aber jetzt halte ich meinen Mund nicht mehr, habe ich gesagt. Jetzt wird geredet. Ich halte meinen Mund nicht mehr. Jetzt wird geredet. Das tue ich für meine Kollegen, habe ich gesagt. Dass ich mich da melde. Wenn ich nicht so eine Kämpferin gewesen wäre, ich hätte das nicht überlebt. Ich war immer eine Kämpferin. Ich halte meinen Mund jetzt nicht mehr. Ich halte meinen Mund nicht mehr. Wenn ich nicht so eine Kämpferin wäre, jetzt wird geredet. Jetzt wird geredet. Wer redet? Jetzt wird geredet. Das tue ich für meine Kollegen, habe ich gesagt, dass ich mich da melde. Jetzt wird geredet. Jetzt wird geredet. Ich halte meinen Mund nicht mehr. Wenn ich nicht so eine Kämpferin gewesen wäre, ich hätte das nicht überlebt. Ich war immer eine Kämpferin. Jetzt halte ich meinen Mund nicht mehr.